Leute, ich bin's wieder, euer Facecam und das ist die dritte Folge von Hardcore Minecraft. Wir gehen mal wieder in das Dorf und schauen mal, ob wir noch ein bisschen was finden, was wir machen können. Ich kümmere mich mal um den Eisengolem. Da benutze ich die drei Blöcke Hochbautaktik. So, boom, boom, boom. Ups, boom. Boom, boom, boom. Der Eisengolemann, keine Chance. Naja, gut. Ist ja auch nur drei Blöcke groß. Und damit haben wir Eisen. Wir haben hier sieben Eisen. Er hat fünf gedroppt. Das ist das meiste, was ein Eisengolem droppen kann. Ja, falls ihr euch wundert, ich spiele hier gerade mit Badline Client. BAC, falls das einer kennt. Genau. Und ja, hier waren wir schon. Wir nehmen die Kiste mal mit und ziehen mal in, das brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt, in eines der Häuser ein. Let's go. So, wir sind in unserem Haus angekommen. Und jetzt werden wir ein bisschen, naja, farmen gehen, denke ich. Dafür brauche ich Essen. Ich habe hier Heuballen und Brot, also das sollte kein Problem sein. Hier packen wir mal unser Depthrader 3 Buch, unsere ganzen Bücher rein. Mit dem Fortune 2 Buch werde ich jetzt wahrscheinlich dann eine Spitzhacke enchanten und verzaubern. Wir packen aber hier erstmal alles rein. Oh, wir können mal die erste kleine Mini-Farm bauen, nämlich eine Zuckerrohrfarm. Wir haben hier auch schon ein bisschen Zuckerrohr stehen. Das werde ich jetzt mal abholzen. Genau, und jetzt werden wir das Zuckerrohr hier abbauen und anpflanzen. Das seht ihr gleich. Und jetzt sind wir damit fertig. Wir haben das Zuckerrohr angepflanzt und jetzt gehen wir runter. Jetzt buddeln wir uns eine Mine. Und dann Seepickel. Was ist das denn? Und jetzt. Oh, wir können das hier größer machen. Gar nicht so eine schlechte Idee. Genau, und jetzt werden wir dann runter in die Mine gehen, die ich jetzt zusammen mit euch bauen werde. Wir gehen dafür einmal hier raus und schlafen erstmal gleich. Wir brauchen noch eine Schaufel, fällt mir gerade auf, und vielleicht eine Eisenspitzhacke. Das wäre nicht schlecht. Eine Schaufel und eine Spitzhacke. Perfekt. Ich hätte mir auch eine Axt machen sollen, das wäre glaube ich schlauer gewesen, aber ich würde die zwei Eisen dann aufheben. Hier können wir die Minen nicht so gut reinbuddeln, wir buddeln sie wahrscheinlich vielleicht in diesem Haus. Ja, wir buddeln die Minen in diesem Haus. Dafür gehen wir mal hier runter, wir sind auf Höhe, ja, 62, das ist okay. Wir müssen nur aufpassen, oh, ja genau, dafür müssen wir aufpassen, dass wir nicht von Sand erstickt werden, weil das wäre ganz doof. So, alles schön zumachen, dass wir hier nirgendwo sterben können. Und jetzt spuddeln wir uns auf Höhe 11, um Diamanten zu suchen. Bis gleich. Oh, eine Amethyst. Eine Schlucht. Nein, keine Schlucht. Ja, ich bin jetzt hier mal mit Fulbright unterwegs. Oho. Ein Schild, wenn nicht schlecht. Ja, da gehen wir gleich mal rein, aber in Hardcore ist alles ein bisschen gefährlich. Oh, das ist aber sehr schön. Dann nehmen wir hier mal ein bisschen was mit. Die Amethysten können nämlich nur auf diesen Blöcken hier wachsen. Und ich versuche, diese Amethysten-Charts zu bekommen. Die droppen mit Fortune öfters. Oh, da ist es hoffentlich ein richtig fettes. Und wir haben 8. Das ist schon mal gut. Hier haben wir noch mehr Eisen, was ich natürlich lieben gerne mitnehmen werde. Und ich glaube, ich werde mir jetzt mal gleich ein Schild craften. Ja, ich werde mir mal ein Schild craften. Ich hoffe, meine Holzmenge reicht dafür. Ja, passt genau. Dann haben wir schon mal ein Schild. Das ist nämlich in Hardcore ganz wichtig. Ein Schild ist ziemlich krass. Kann man alles abwehren, was auf einen zukommt. Also fast alles, außer TNT. Ja, manche Sachen können Schilder eben nicht abwehren, aber fast alles. Wir erkunden dann mal die Höhle. Wenn ich etwas finde, dann zeige ich es euch. Bis gleich.
Dann bauen wir uns mal weiter, nachdem wir diese wunderschöne Amethysten-Cave gefunden haben. Ich zerstöre die jetzt hier ein bisschen. Kalk und Basalt. Wir sehen uns gleich wieder. Ach so, um auf die Diamanten zu sprechen zu kommen. Ich habe mich dafür entschieden, nicht im Sumpf die Diamanten zu farmen, weil der Twig im Moment in der 1.17.1. Was finden wir alles? Das in der 1.17.1 nicht mehr, anscheinend nicht mehr gut oder gar nicht mehr funktioniert. Genau deswegen werde ich das wahrscheinlich hier machen. Wir bauen uns mal weiter. Bis gleich, wenn wir auf Höhe 11 sind. Aber wir suchen jetzt nach Diamanten. Bis gleich, wenn ich die ersten Erze, abgesehen von dieser Kohle hier, gefunden habe. Und Leute, wir haben einen Lavasee gefunden. Mal gucken, was es hier so als Kunden gibt. Ich nehme euch mit. Buddeln, wir bauen uns, besser gesagt, das mal hier rüber. Ach, da war ich gerade schon mal, genau. Oh, da ist noch ein Lavasee. Damit ist die Mining-Tour beendet. Vielleicht werden wir gleich wiederkommen und noch ein bisschen mehr farmen. Bis gleich. Damit ist unsere Mining-Tour beendet. Wir werden jetzt ein paar neue Spitzhacken craften und nach Diamanten suchen. Aber all dies wird wahrscheinlich erst in der nächsten Folge passieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal in Minecraft Hardcore.